Der Bösewicht einer Serie ist genauso wichtig wie ihr Held. Aber das bedeutet nicht, dass wir immer sofort wissen, wer der Bösewicht ist. Hier ist eine mit Spoilern gefüllte Liste der besten Bösewichte der Fernsehgeschichte. Als Lost 2004 erschien, gab es nicht viel Vergleichbares im Fernsehen. Es zeigte eine enorme Besetzung, brachte über 18 Millionen Zuschauer zu ABC, die höchsten Einschaltquoten für ein Angebot im Netzwerk seit fast 4 Jahren. Eine Sache, die die Show jedoch nicht hatte, war ein ehrlicher Bösewicht. Die Überlebenden des abgestürzten Oceanic Flight 815 mussten einige ziemlich einzigartige Widrigkeiten überstehen. Da war natürlich das Rauchmonster und der ewige Konflikt zwischen dem Anti-Held Sawyer und allen anderen. Aber Lost fehlte ein wirklich großes Übel. All das änderte sich jedoch, als der Schauspieler Michael Emerson in Staffel 2 als mysteriöser Henry Gale auftauchte. Einige Mitglieder der Gruppe spürten Henrys Geschichten über die Ankunft auf der Insel in einem Heißluftballon und den Verlust seiner Frau durch den anschließenden Absturz waren ein bisschen zu ordentlich, um wahr zu sein. In der Episode Lockdown der zweiten Staffel suchen die Überlebenden der Oceanic nach Antworten. Sie finden ein Ballon und ein Grab, aber Henrys Frau ist nicht darin, sondern der echte Henry. Als der falsche Gale wegen der Unwahrheit gerufen wird, glänzt Emerson wirklich in der Rolle. Er scheint sich im Handumdrehen in eine völlig andere Person zu verwandeln. Ben Linus. Dieser manipulative Antagonist würde in den folgenden Staffeln Chaos auf der Insel anrichten und Lost endlich einen wahren Bösewicht geben. Die erste Staffel von True Detective folgt 2 Ermittlern, gespielt von Matthew McConaughey und Woody Harrelson, auf der Jagd nach einem Serienmörder. Während der gesamten Staffel bauen der Autor und der Regisseur der Serie meisterhaft die Erwartung des Bösen auf, den wir begegnen werden, wenn wir unseren Bösewicht treffen. Die eskalierende Auseinandersetzung der Protagonisten mit Voodoo, Entführungsvertuschung und gewalttätigen Meth-Dealern signalisieren, dass das, was am Ende wartet, nicht schön sein wird. Am Ende von Staffel 1, Folge 7 erfahren die Zuschauer endlich etwas über die Identität des Mörders und es handelt sich um einen fast vergessenen Platzwart aus Folge 3. In den Händen eines weniger kreativen Teams hätte sich der Moment vielleicht wie ein fauler Rückruf angefühlt. Aber nicht hier. Als der geistesgestörte Mörderer Errol Childress auftaucht und 2 anderen Polizisten beiläufig von seinem Rasenmäher aus Anweisungen gibt, sind die Zuschauer Zeugen einer Wäscheliste voller böser Taten geworden. Die Angst, mit etwas viel Schlimmerem zu konfrontiert zu werden als das, was die beiden Hauptdarsteller zuvor erlebt haben, ist so dick wie Louisianas Luftfeuchtigkeit. Als Errol zusieht, wie die Polizisten losfahren und die gruselige Musik zu spielen beginnt, sehen wir Narben im unteren Teil seines Gesichtes, die mit Beschreibung eines Verdächtigen übereinstimmen. Aufschlussreiche Momente wie diese haben die langsam brennende erste Staffel von True Detective wirklich zu Größe gebracht. Die Schlussmomente von After You've Gone fördern das Publikum auf, weiterzuschauen und lassen die Zuschauer fast hoffen, dass Harrelson und McConaughey zu Hause bleiben. Stop. Really, man. Stop. I don't want to hear it. Für einen Großteil der ersten Staffel von The Flash wirkt Harrison Wells als freundlicher, genialer Gründer von Star Labs. Er unterstützt Barry Allens Bemühungen als Superheld und wird sogar sein Mentor. Im Laufe der Saison verhandelt sich sein Charakter jedoch immer seltsamer und Flash und seine jeweiligen Verbündeten vermuten, dass etwas nicht stimmt. Ein Stinger in Episode 9 zeigt dem Publikum, dass Harrison im Besitz des ikonischen Anzugs von Reverse Flash ist, aber die Show bestätigt das Schlimmste erst in Episode 15. Zu diesem Zeitpunkt vermuten die meisten von Team Flash, dass Wells der gelbe Speedster ist, aber nicht alle sind davon überzeugt. Leider findet Wells' Ersatzsohn Cisco es auf die harte Tour heraus. Nachdem Cisco herausfand, wo Wells den Anzug in der vorherigen Folge versteckt hat, konfrontiert Wells ihn und gibt zu, dass er nicht nur am Tod von Barrys Mutter beteiligt war, sondern tatsächlich Eobard Thawne ist, Flashes größter Bösewicht aller Zeiten. Wer sich fragt, warum Wells seine Geheimnisse so unverblümt preisgibt, bekommt die Antwort, als Wells seinem Monolog folgt, indem er Cisco tötet. Dieser Moment, in dem Thawne seine Sünden gesteht und einen Charakter tötet, der seinem Alter Ego am Herzen liegt, zementiert die volle Ankunft des Bösewichts und das Ausmaß seiner Bosheit. Und es geschah in der ersten Folge nach der Pause in der Zwischensaison der Serie, was den Fans einen zwingenden Grund gab, weiter einzuschalten. Marvel's WandaVision beginnt, als die scharlachrote Hexe in einem idyllischen Leben im Sitcom-Stil mit einem neu auferstandenen Vision verheiratet ist. Die Zuschauer sehen zu, wie Wanda versucht, ihr neues Leben anzunehmen, aber langsam entdeckt, dass etwas nicht stimmt. In Wandas Primetime-Netzwerkstart ist nicht alles so, wie es scheint, besonders wenn es um ihre Nachbarn geht. Während der gesamten Serie hat Wanda verrückte und freundschaftliche Begegnungen mit einer Nachbarin namens Agnes, gespielt von Catherine Hahn. Wie jede Sitcom-Nachbarin ist sie ein bisschen neugierig, aber meistens nett. Bis zum Ende von Episode 7. Während Wanda einen Tag braucht, um wieder aufzuladen, kümmert sich Agnes um ihre Kinder.
Doch bald ahnt Wanda, dass sie und ihre Familie in Gefahr sind. Where are the twins? Agnes erzählt Wanda, dass die Kinder im Keller spielen. Doch als Wanda die Treppe hinabsteigt, findet sie eine Hexenhöhle. Agnes betritt dann den Raum und stellt sich als eine Mithexe namens Agatha Harkness vor. Als Agnes in Wandas Gedanken eindringt, springt die Show plötzlich zum Lied Agatha All Along. In einem Ohrwurm wird offenbart, dass Agatha während der gesamten Serie Wandas Fäden gezogen hat. Und schlimmer noch, sie hat Wandas Hund getötet. Die Nummer ist ein großartiges Schaufenster für Hans Charisma und erhöht den Einsatz für den kommenden Serienhöhepunkt enorm, indem sie den Hauptantagonisten vorstellt. Ganz ehrlich, wer braucht schon subtile Enthüllungen? Wie wär's mit mehr Titellieder? 2016 machte Westworld durch seinen Robo-Cowboy-Weltbau und sein einzigartiges Geschichtenerzählen zu einem Muss im Fernsehen. Als die Show selbstbewusst durch ihre zeitraubende Eröffnungssaison stolzierte, lieferte sie eine Wendung nach der anderen. Eine der verheerendsten war die Enthüllung des Bösewichts im Finale. Bei der Premiere der Show wird dem Publikum Jimmy Simpsons William und Man in Black von Ed Harris vorgestellt. Auf den ersten Eindruck stehen die beiden im starken Kontrast zueinander. William ist ein sanftmütiger, aber freundlicher Neuling im Freizeitpark. Und der Mann in Schwarz ist ein Parkveteran, der es liebt, seinen animatronischen Gastgebern schreckliche Dinge anzutun. Während sich die Serie entfaltet, wird deutlich, dass die Geschichte der Show in zwei verschiedenen Zeitlinien ausgesiedelt ist. Da Westworld jedoch von Jonathan Nolan, Bruder und Mitarbeiter des notorischen verwirrenden Regisseurs Christopher Nolan, mitgestaltet wurde, ist nicht immer klar, welche Zeitlinie welche ist. Die Show stellt den Rekord klar, als ihre Protagonistin, die Roboter-Moderatorin Dolores, gespielt von Evan Rachel Wood, im Serienfinale auf den Mann in Schwarz trifft. Er enthüllt, dass sie sich schon einmal getroffen haben und dass seine erste Begegnung mit Dolores ihm geholfen hat, sich selbst zu finden. Dolores erinnert sich, wer er ist und nennt ihn William. Und die Redakteure unterbrechen seinen Monolog mit Sequenzen, die zeigen, wie der einst sanfte William zu dem bösen Mann in Schwarz wird. Ist es tragisch, dass jemand, der so freundlich ist, so gemein werden kann? Aber in einem entscheidenden Moment der Show stellte seine entblößende Enthüllung fest, was Gegenwart und was Vergangenheit ist. Nicht viele Detektivshows lassen das Publikum so erschüttert zurück wie Broadchurch. Und all das ist auf die Enthüllung des Bösewichts zurückzuführen. In der Show untersuchen die Detectives Ellie Miller und Alec Hardy den Mord des 11-jährigen Danny. Wie bei den meisten Detektivshows bekommen die Partner am Ende ihren Mann. Aber mit der Zeit werden Zuschauer und Protagonisten gleichermaßen wünschen, der Bösewicht wäre nie enthüllt worden. Die Show baut unser Vertrauen in Beziehungen auf, indem sie der unterstützenden Beziehung zwischen Ellie und ihrem Ehemann Joe besondere Aufmerksamkeit widmet. Als Hardy am Ende entdeckt, dass Ellies Ehemann Joe im Besitz von Dannys Telefon ist, betet jeder, der zuschaut, dass es ein Ablenkungsmanöver ist. Aber das ist es nicht. Eine Rückblende zeigt, dass Joe Danny ermordet hat, weil Danny gedroht hat, ihre pädophile Affäre der Stadt aufzudecken. Es ist auf etlichen Ebenen schrecklich und verleiht dem Fokus der Serie auf Vertrauen und Geheimnissen echten Biss. Die hektische Bearbeitung des Tatorts zeigt, wie schnell die Gefahr einer Enthüllung zwischen Joe und seinem jungen Opfer eskaliert. Sobald sie herausgefunden haben, was passiert ist, sitzen die Zuschauer mit umdrehenden Magen da und warten darauf, dass Annie das Geheimnis ihres Mannes entdeckt. Nur eine so stark deprimierende Enthüllung kann das Publikum hoffen lassen, dass einer der Protagonisten niemals die Wahrheit erfährt. Die HBO-Serie Watchmen hat eine Bösewicht-Enthüllung, die sich deutlich von dem Graphic Novel unterscheidet. Wenn die Zuschauer Lady True zum ersten Mal treffen, ist sie eine brillante, konglomeratbesitzende, klonpflegende Wissenschaftlerin mit einer versteckten Agenda. Es ist jedoch nicht klar, wie dunkel diese Agenda ist. Zunächst scheint das große Übel der Show eine Organisation namens Cyclops zu sein, eine weiße Rassistengruppe, die darauf aus ist, Dr. Manhattans Kräfte zu stehlen. Als sie jedoch im Finale ihren Plan versuchen, verwandelt sich ihr Anführer in eine Pfütze und seine Anhänger werden wegteleportiert, um True mit einem noch größeren bösen Plan auf sich warten zu lassen. True entpuppt sich als wahre Puppenspielerin und Tochter von Adrian White, dem Überraschungsschurken in den Comics. Es ist brillant, weil es True nicht nur mit einer Figur aus dem Ausgangsmaterial verbindet, sondern auch ihre mörderischen Motive. In den Comics sprengte Adrian Manhattan in die Luft, um die Welt dazu zu bringen, dem Weltfrieden zuzustimmen. In der HBO-Serie ermordet True Dr. Manhattan in dem Versuch, die Welt ihrem wohlwollenden Willen zu unterwerfen. Zwischen Comic- und TV-Serie liegt ein jahrzehntelanger kultureller Wandel. Doch die Enthüllung des Bösewichts des Letzteren vereint ihren zentralen Fragen nach der Ausübung immenser Macht über anderen Menschen im Diensten einer persönlichen, utopischen Vision. Einen Mörder zu humanisieren ist in jedem Medium schwierig, aber Showtimes Dexter hat es 8 Staffeln lang geschafft und wurde schließlich für eine 9. wiedererlebt.
Die Prämisse der Show, dass Dexter ein Serienmörder ist, der nur andere Serienmörder tötet, ist eine starke Möglichkeit, ein Publikum zu fesseln. Im weiteren Verlauf der Show beweisen jedoch ihre aufwendigen Drehungen und Wendungen, dass es mehr als nur ein fesselnder Haken ist. In Staffel 1 konkretisiert die Show Dexters gesunde Beziehung zu seiner Adoptivschwester Deb. Es begründet auch eine Rivalität zwischen ihm und einem Serienmörder, der nur als Ice Truck Killer bekannt ist. Die Dinge werden also kompliziert, als das Publikum entdeckt, dass der Mann, der Deb umwirbt, tatsächlich der Ice Truck Killer selbst ist. In einer Enthüllung, die so lässig ist, dass sie sofort noch einmal angesehen werden muss, bespricht Deb Pläne für ein Date mit ihrem Verehrer Rudy. Rudy sagt Deb, dass er einige Hausarbeiten erledigen muss, bevor er vorbeikommt. Nachdem er den Hörer aufgelegt hat, bekommt das Publikum einen Blick darauf, was diese Arbeit ist. Das Hacken und Verpacken menschlicher Körperteile in seinem begehbaren Mörder-Gefrierschrank. Es ist eine makellose dramatische Ironie. Die Zuschauer wissen die Wahrheit über Rudy, aber Deb und Dexter tappen lange im Dunkeln. Für den Rest der Saison beobachten die Zuschauer, wie Dexter und Deb der Wahrheit immer näher kommen. Und die Gefahr und die Spannung ist greifbar. Dexter ist fassende Unterhaltung. Momente wie diese festigen seinen Platz in der großen Fernsehgeschichte. Die Bösewicht-Enthüllung am Ende von HBO's Sharp Objects ist wahrscheinlich die kühnste auf dieser Liste und wirft die Ereignisse der gesamten Show in ein neues Licht. Sharp Objects basiert auf Gillian Flynns gleichnamigen Roman. Ja, dieselbe Autorin hinter Gone Girl, einer weiteren Geschichte mit einer schockierenden Bösewicht-Enthüllung. Die HBO-Miniserie begleitet die Kriminalreporterin Camille Preaker bei ihrer Rückkehr nach Wind Gap, Missouri. Dort wird sie in die Untersuchung der Morde an einigen Mädchen aus der Gegend verwickelt. Zwischendurch navigiert sie durch ihre komplexen Beziehungen zu ihrer Mutter Dora und ihrer jugendlichen Halbschwester Ama. Schließlich entdeckt Camille Beweise dafür, dass Dora die Mädchen getötet hat und schickt ihre eigene Mutter ins Gefängnis. Ziemlich trüb. Aber dies ist eine Geschichte von Gillian Flynn, über die wir sprechen. Es kann auf unerwartete Weise immer viel schlimmer werden. Und kurz bevor der Abspann läuft, tut es das. Buchstäblich in den Schlussminuten der Show entdeckt Camille in Amas Zimmer versteckte Beweise, die darauf hindeuten, dass sie die ganze Zeit die Mörderin war. Ama erscheint in der Tür, sieht Camille und flüstert: "Sag Mama nichts." Die Show schneidet hart in den Abspann, aber jeder, der versucht, zu Atem zu kommen, handelt zu früh. Eine Szene im Abspann zeigt, wie Ama jeden Mord endgültig begeht, einschließlich des Mordes einer neuen Freundin May einige Zeit später, nachdem sie und Camille nach St. Louis gezogen sind. Es ist brillant und möglicherweise eines der deprimierendsten Enden, die jemals auf dem kleinen Bildschirm gezeigt wurden. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfernsehsendung. Abonniere also unseren YouTube-Kanal und drücke die Glocke, um nichts zu verpassen.